Schon zum 11. Mal findet in Magdeburg ein Sportfest für Kinder und Erwachsene mit Down-Syndrom statt. Das Down-Sportfest Magdeburg. Das vom Stadtsportbund organisierte Sportfest erfreute in diesem Jahr über 190 sportlich aktive Teilnehmer. Selten erlebt man so viel glückliche, herzliche und liebevolle Sportler an einem Ort. Auch in diesem Jahr leitete die Schalmeienkapelle Sülldorf 1964 das Sportlerfest ein. Und nun war es endlich soweit. Der erste große Moment der Veranstaltung, der traditionelle Einlauf der Down-Syndrom-Sportler. Begleitet wurden die Teilnehmer durch die Cheerleader der Guardian Angels Magdeburg. Natürlich darf auch eine weitere musikalische Attraktion nicht fehlen. Der Ex-Audi-Chor Magdeburg war diesmal wieder mit dabei und sorgte mit dem Titel You'll Never Walk Alone und der deutschen Nationalhymne für Gänsehautmomente. Das Eröffnungsgrußwort hielt in diesem Jahr Dr. Volkmar Stein. Wir freuen uns alle und da schließe ich mich ein, dass ihr wiedergekommen seid und vor allem auch mein Dank an die Begleiter, an die Eltern, dass sie den Weg nach Magdeburg wieder gefunden haben. Und ich wünsche euch im Namen aller Organisatoren, auch im Namen des Verbandes, den ich hier vertrete, einen wunderschönen Tag, viel Freude, gute Ergebnisse und mögen alle gewinnen. Und ja, darüber hinaus gibt es natürlich neben den Wettkämpfen auch viele Überraschungen. Und ich wünsche Ihnen, wünsche euch viel Spaß. Noch vor der offiziellen Eröffnung stellte sich der Förderverein zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Menschen mit Down-Syndrom vor. Wir haben uns vor 4 Jahren gegründet und die Idee dahinter ist, dieses Sportfest dauerhaft finanziell zu unterstützen, dass es mindestens einmal im Jahr in Magdeburg stattfinden kann. Darüber hinaus unterstützen wir auch weitere Aktivitäten für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Rund 8.000 Euro bekam der Förderverein für das diesjährige Down-Sportfest zusammen. Dennoch sucht der Förderverein noch weitere Mitglieder. Aktuell 44 Mitglieder und das ist recht wenig. Wir leben von den Spenden unserer Mitglieder, die sind aber relativ gering. Also die Mitgliedsbeiträge sind ab 1 Euro im Monat. Worauf wir bauen, ist, dass unsere Mitglieder wie so ein Schneeballprinzip Sponsoren finden, die unsere Veranstaltungen finanziell unterstützen. Nun kann das Eröffnungsband durchgeschnitten werden. Jedes Jahr helfen rund 100 Freiwillige des VSB 1980 Magdeburg e.V. und sorgen für die Organisation, Planung und Durchführung des Sportfestes. Als Dankeschön für die 10 Jahre Unterstützung gab es unter Applaus für Jörg Möbius und sein Team eine Urkunde. Immer wieder schön anzusehen, die Einbindung der Down-Syndrom-Kinder im Cheerleader-Programm. Am 19. November findet zum ersten Mal das Inklusionsmusical Grand Hotel Vegas in der GTEC Arena statt. Also ja, Inklusionsmusical heißt ja, behinderte, nicht behinderte Menschen sollen gemeinsam so einen großen Auftritt mal erleben. Und wir haben als Partner die Cheerleader der Guardian Angels gewinnen können, eine Seniorentanzgruppe und die behinderten Mitarbeiter unserer Lebenshilfe Magdeburg. Einen kleinen Vorgeschmack gab es schon beim Down Sportfest. Karten für Grand Hotel Vegas gibt es im Kartenhaus im Allee Center. Und nun heißt es endlich sportfrei. Naja, fast. Damit es nicht zum Muskelkater kommt, muss noch schnell eine Aufwärmung mit Clown Tortellini erfolgen. Aber jetzt gilt es. Sportfrei. Die jüngsten Teilnehmer nehmen ihre Startposition für den Rundlauf ein. Aber die Spannung steigt. 3, 2, 1. Auf die Plätze. Fertig. Lauf! Oh,
Am Rande der Veranstaltung gab es verschiedene Infostände, unter anderem auch den Stand von Special Olympics. Special Olympics Sachsen-Anhalt hat großes Interesse, die nationalen Spiele von Special Olympics nach Magdeburg zu holen im Jahre 2018. Das wäre eine ganz tolle Chance für Sachsen-Anhalt, für die Menschen mit Behinderung, die hier Sport treiben. Wir haben es schon 2016 probiert. Magdeburg hat sich beworben. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir so toll von Magdeburg unterstützt wurden. Die Stadt Magdeburg, alle standen dahinter. Es war wirklich sehr angenehme Gespräche. Leider haben da ein paar Rahmenbedingungen noch nicht ganz gestimmt. Deswegen wurde der Zuschlag dann, denke ich, auch an Hannover gegeben. Die richten jetzt die nationalen Sommerspiele 2016 aus. Aber ich bin zuversichtlich, 2018 können wir die Special Olympics nach Sachsen-Anhalt holen. Wir freuen uns über Helfer, die uns am Tag der Organisation helfen. Wir freuen uns aber auch natürlich über Menschen, die langfristig die Ziele unterstützen, die Sport für Menschen mit Behinderung anbieten, die sich zum Übungsleiter zum Beispiel ausbilden lassen wollen, die dann zusammen zum Beispiel beim LSB Sachsen-Anhalt, beim Landessportbund, sich weiterqualifizieren in diesem Bereich. Das wäre eine ganz tolle Sache. Und natürlich freuen wir uns über Helfer im Gesundheitsprogramm. Wir sind heute mit dem Gesundheitsprogramm hier. Wir suchen dann auch engagierte Ärzte aus verschiedenen Bereichen und andere Medizinberufe, die uns da helfen. Draußen vor der altehrwürdigen Hermann-Giesel-Halle gab es verschiedene spielerische, aber sportliche Angebote. Für Frederik geht es gemeinsam mit seinem großen Bruder zu den Drums Alive Workshop. Auch hier ist eine kurze Aufwärmung wichtig. Und nun geht es los. Die Sticks werden verteilt und die Choreografie wird geprobt. Drums Alive ist ein einzigartiges Fitness- und Wellnessprogramm. Es beinhaltet eine Mischung aus Rhythmus und sportlicher Bewegung. Die Kursteilnehmer haben sichtlich Spaß daran. Auch Frederik und sein Bruder haben den Schlag schnell raus. Die Choreografie ist schnell eingeübt und kurz vor der Siegerehrung bekommen die Teilnehmer des Drums Alive Workshop ihren Auftritt. Mit frischem Obst, Joghurt und Nudeln mit Tomatensauce wird sich in der Mittagspause für die anderen Wettkämpfe gestärkt. Wem die Mittagspause zu lang erschien, der konnte sich im Judo ausprobieren. Und nun können die Spiele weitergehen. In insgesamt 3 Disziplinen ging es sportlich weiter. Jeder zeigte im Kegeln, Minigolf und Weitsprung starke Leistungen und seine Fähigkeiten. Auch wenn die Hermann-Giesler-Halle in ein paar Jahren nicht mehr in Betrieb sein wird, das Downsportfest wird es weitergeben und die Sportler können weiterhin ihre Wettkämpfe durchführen. Naja, die neue Halle wird schon so konzipiert sein, dass auch Downsport dort stattfinden kann. Das ist mir dazu besprochen und ich denke mal, der richtige Weg wird gegangen, auch mit einer neuen Halle. Die bietet andere und da vielleicht auch manchmal bessere Möglichkeiten. Es gab nicht nur ein Drums Alive, sondern auch einen Tanzworkshop. Geleitet wird er von Lena Winkel-Wenke. Jedes Jahr denkt sich die Theaterballettlehrerin neue Choreografien aus. Dieses Jahr wird ein Raketenflug ins Weltall tänzerisch vorgestellt. Das Ergebnis dieses Workshops wird ebenfalls vor der Siegerehrung dem Publikum gezeigt. Aber einmal noch wird es sportlich spannend. Der traditionelle Hindernislauf mit 3 Stationen ist der letzte Wettkampf des Tages. Noch einmal geben alle Teilnehmer zu 100% Power. Nun kam der Abschluss des Sportfestes, die einzelnen Darbietungen der Workshops. Als erstes zeigten die Models, was sie in ihrem Modenschau-Workshop gelernt haben.
Sie zeigten die Sommermode von 2015. Auch dem Publikum gefiel es und die Modelle ernteten großen Applaus. Es folgte die Präsentation des Tanzworkshops unter der Leitung von Lena Winkel-Wenker. Die Teilnehmer zeigten ihre tänzerischen Visionen vom Raketenflug ins All. Zugabe zeigten auch die anderen Sportler ihre tänzerischen Fähigkeiten. Und nun war es für Frederik und die anderen Kursteilnehmer soweit. Es folgte der große Drums Alive-Auftritt. Mit rhythmischen Trommelbewegungen zeigten sie ihre Drums Alive-Choreografie. Große Freude, große Preise und Freudentränen gab es anschließend bei der Tombola. Und nun war es endlich soweit. Die Siegerehrung. Aber es gab nicht nur einen Gewinner. Sondern alle sind Gewinner beim Downsportfest Magdeburg. Das war das diesjährige Downsportfest 2015. Auch im nächsten Jahr wird es ein Downsportfest in der Hermann-Giesler-Halle geben.